Florenz im Jahr 1480. Das 15. Jahrhundert in Italien. Das Quattrocento, in dem der Begriff der Renaissance geboren wird, markiert den Bruch mit dem Mittelalter und den Eintritt in die Moderne. Das Epizentrum liegt dabei in Florenz. Kaum haben wir den Namen dieser Stadt ausgesprochen, schon bekommen wir Herzrasen, Schwindelanfälle oder Halluzinationen. Allesamt Symptome des Stendhal-Syndroms. An jenem Punkt der Begeisterung, wo sich die himmlischen Empfindungen, wie sie die Kunst bietet, mit leidenschaftlichen Gefühlen paaren. Gelehrte, Philosophen und Künstler besinnen sich wieder auf die Künste und Wissenschaften der Antike. Der Stadtstaat der mächtigen Familie der Medici ist die Wiege des modernen Humanismus, dessen Ziel es ist, den Menschen und sein Denken wieder in den Mittelpunkt des Universums zu rücken, um eine neue Welt zu errichten. Der großzügige Mäzen Fürst Lorenzo de' Medici hat verstanden, dass sich eine Stadt durch ihre Kunst und ihren Geist erhebt. Der Maler Sandro Botticelli ist einer der Lieblingskünstler der Medici. Seine Bilder sind große Allegorien, Symbole für die raffinierte Eleganz des goldenen Zeitalters von Florenz und wahre Ikonen. Eines von ihnen stammt aus der Zeit zwischen 1480 und 1485 und wurde fast ein Jahrhundert später von dem Maler und Autor Vasari, der als der Erfinder der Kunstgeschichte gilt, mit Primavera, also Frühling, betitelt. Was sehen wir? Eine Szene, die von der Mythologie inspiriert ist. Gemalt auf 8 sorgfältig zusammengefügten Tafeln aus Pappelholz, 2,03 Meter hoch und 3,14 Meter breit. Gemalt in Tempera, einer Malfarbe, bei der Pigmente zum Beispiel mit einer Eiemulsion vermischt werden. Sie verstärkt Schatten und Farben, klart später auf und glänzt beim Trocknen. Wir sehen 9 Figuren. Aufgereiht auf einer Blumenwiese, gesäumt von dunklen Bäumen mit goldenen Früchten. In der Mitte steht eine junge Frau, die im Allgemeinen als Venus, die Göttin der Liebe, identifiziert wird. Über ihr schwebt ihr Sohn Cupido mit verbundenen Augen. Daneben tanzt ein Reigen von 3 jungen Grazien in durchsichtigen Kleidern. Ein schöner junger Mann mit Äskulapstab, vermutlich Merkur, verjagt die winterlichen Wolken und kehrt ihnen den Rücken zu. Eine Madonna, wahrscheinlich die römische Göttin Flora, trägt ein prächtiges Blumenkleid, unter ihren Armen einen dicken Strauß haltend. Eine letzte junge Frau, die Nymphe Chloris, hängt in den Armen ihres ungestümen Verlobten Zephyr. Üppigkeit und eine raffinierte Harmonie der Gesichtszüge und Linien bestimmen das Bild. Ein Wunder an Kunstfertigkeit und ein Loblied auf die Schönheit. Wie ist diese Allegorie des Frühlings zu verstehen, dieses rätselhafte Kunstwerk, das Gegenstand zahlloser Interpretationen ist, lange vergessen war und dann doch Objekt von Vergötterung wurde? Um das herauszufinden, müssen wir seine Elemente und Figuren erforschen, die Geheimnisse lüften, die sich hinter dem Werk verbergen, und verstehen, was es untrennbar mit der Zeit Lorenzo de' Medicis verbindet. Über die Interpretation des Bildes, die sich auf die Venus und andere antike Gottheiten bezieht, gibt es kaum Zweifel. Im Auftrag der Medici wird Botticelli zum Erfinder der sogenannten mythologischen Malerei. Antike Themen gesellen sich zu christlichen Themen, um die Rückkehr des goldenen Zeitalters des Humanismus zu feiern. Die wiedergefundene Harmonie zwischen Mensch und Welt dank Intelligenz und Vernunft. Die goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden entsprechen den Orangen im Wappen der Medici. Und der warme, fruchtbare Atem Zephyrs entspricht dem der Renaissance, der Florenz erfasst. Dieser Frühling wirkt wie eine Ode auf Lorenzo, den Il Magnifico. Sein Beiname Magnifico beschreibt ihn als jemanden, der ausgibt, ohne zu zählen. Lorenzo de' Medici kommt 1469 an die Macht, als er kaum 20 Jahre alt ist. In Florenz geht es einem Reichen nicht gut, wenn er den Staat nicht führt, schreibt er. Die Bank seines Großvaters Cosimo, Il Vecchio, ist zu einer Art frühen europäischen Zentralbank geworden. Die Medici finanzieren die Päpste und werden so zu den Bankiers Gottes.
Später wird sogar ein Sohn Lorenzos selbst Papst werden. Die Medici verleihen nun an reiche Händler und Reeder, nicht aber an die Könige, die ihnen zu wenig vertrauenswürdig sind. Sie entwickeln das Rechnungswesen, führen das verzinste Bankkonto ein und handeln in ganz Europa mit allen möglichen Produkten und Waren. Die politische und finanzielle Macht der Medici übersteigt die legitime Macht der Institutionen und erlaubt es ihnen, Florenz zu regieren. Cosimo el Vecchio förderte mehrere Humanisten und Philosophen, unter ihnen auch Marsilio Ficino. Dieser versammelte nach dem Vorbild der platonischen Akademie Freunde und Schüler um sich, um mit ihnen über Kunst, Wissenschaft und Platos Philosophie zu diskutieren. Lorenzo il Magnifico führt das Werk seines Großvaters mit einer noch stärkeren Vorliebe für Literatur und Kunst weiter. In der Politik legt er gegenüber konkurrierenden reichen Familien eine kalkulierte Brutalität an den Tag und erschafft ein Netzwerk gegenseitiger Begünstigungen, sowohl mit den Machthabern als auch mit dem Volk. Ein System, das auf dem gegebenen Wort und auf Geheimnissen aufgebaut ist und viele Jahrhunderte später auch andere inspirieren wird, die Mafia. Eine politische Interpretation des Gemäldes sieht darin die italienischen Stadtstaaten zur Zeit der Herrschaft Lorenzo de' Medicis dargestellt. Botticelli, ein glühender Anhänger des Medici-Hauses, hat den Frühling möglicherweise als eine jener verschlüsselten Botschaften gemalt, für die die Familie eine Vorliebe hat. Rom ist Cupido, Amor ein Anagramm von Roma. Florenz, die elegante blühende Stadt, ist Flora. Sie hat ihre Unabhängigkeit erlangt, indem sie die Angriffe ihrer neidischen Feinde abwehrte. Von Mailand, der geschäftigen und kriegerischen, in Gestalt von Merkur. Und Mantua, der lombardischen, die Lorenzo beneidet, als Venus. Das giftige Paar wären Bozen und Venedig, die Serenissima, mit deren Handelsmacht Florenz nun konkurriert. Und schließlich Pisa, Neapel und Genua, der Reigen der drei maritimen Grazien. Liebe, Ruhm und Schönheit in Italien, wo Liebende die Betten wechseln wie Städte die Bündnisse. Kommen wir nun zur Zartheit dieses Frühlings, dem rätselhaften Botticelli-Code der Renaissance. Das Bild spiegelt die Veränderungen einer Zeit wider, in der die Malerei aufhört, ausschließlich religiös zu sein. Eine neue Sensibilität, deren Vorreiter der Maler Giotto war, taucht bereits ab 1310 auf. Der byzantinische goldene Hintergrund wird durch den blauen Himmel der Toskana abgelöst. Die Gesichter der Madonnen werden ausdrucksvoller und die Gestik menschlicher. Die Entdeckung der mathematischen Gesetze der Perspektive erschüttert die gotische Architektur, aber auch die Malerei. Die Perspektive macht es möglich, die Welt so darzustellen, dass auf einer ebenen Fläche die Illusion von Tiefe entsteht. Die Szene auf der Leinwand organisiert sich nun ausgehend vom Auge des Betrachters und nicht mehr von der religiösen Figur in der Mitte. Malerei und Architektur machen sich die humanistischen Ideale von Wissen und Vernunft zu eigen. Der Mensch und die ideale Stadt halten Einzug. Die Malerei lässt sich nun mit Bezug auf die antiken Texte lesen. Die weibliche Figur in der Mitte der Bilder ist nicht mehr nur die Jungfrau Maria oder eine Heilige, sondern kann auch eine römische Venus oder eine griechische Aphrodite sein. Die ersten nicht religiösen weiblichen Akte besitzen die Schönheit antiker Statuen. Botticelli bezieht sich nicht nur auf antike Nacktheit. Er spielt auch mit Transparenz und gibt sich der Träumerei hin. Seine Frauen des Frühlings sind nicht in die schweren Stoffe des Mittelalters gekleidet. Sie tragen aber auch nicht die florentinischen Prachtgewänder mit ihren aufgemalten Motiven. Floras geblümter Stoff ist nicht reell. Solche Motive auf eine so leichte Gaze zu malen, wäre schier unmöglich.
Venus scheint in goldene Strahlen und einen roten, mit Perlen und Edelsteinen bestickten Mantel gekleidet. Sie ist nichts als Gold und Licht. Mit den leichten Schleiern auf den Farben und den Körpern feiert der Maler die Schönheit, nicht die Nacktheit. Botticelli malt seine Figuren auf einer Ebene aneinandergereiht, wie auf der Bühne eines antiken Theaters. Er verschmäht die Effekte der Perspektive, die die Kulissen des florentinischen Theaters nun für die Augen des in der Mitte des Raumes sitzenden Fürsten bereithalten. Auf der Bühne spielen sich Dramen in der Kulisse eines Palastes ab, Komödien in einer Straßenkulisse oder satirische Fabeln im ländlichen Dekor. Während der Zwischenakte verschwindet die Kulisse hinter einem Vorhang oder wird offen ausgetauscht. Dann setzt eine fröhliche musikalische Szene mit Gesang ein, inspiriert von der Mythologie. Die Grazien tanzen und lachen. Sie feiern die Ankunft des Frühlings. Vielleicht rezitieren sie sogar ein fröhliches Sonett, wie Lorenzo de' Medici sie schrieb. Das Paradies ist dort, wo eine schöne Frau ist, denn in ihr ruht alle Annehmlichkeit und Sanftheit, die ein liebenswertes Herz begehren mag. Der fröhliche Zwischenakt ist in vollem Gange. Und gleich fliegt der Pfeil des Cupido, der ihn mit verbundenen Augen abgeschickt hat, als würde er uneheliche Liebesgeschichten lenken. Er zielt auf Merkur und die Madonna, die die Gesichtszüge von Giuliano de' Medici, Lorenzos jüngerem Bruder, dessen mutmaßlicher Geliebten Simonetta tragen. Simonetta Vespucci wird in ganz Florenz für ihre Schönheit gefeiert. Für Botticelli ist sie das vollkommene Modell. Sie strahlt von zahlreichen Gemälden, auch von der Geburt der Venus. Ein anderer Vespucci wird ebenfalls von sich reden machen. Amerigo Vespucci, ein von den Medici geförderter Astronom, ist der erste Seefahrer, der über seine Reisen schreibt. Über unbekannte Landschaften und Tierwelten, laszive Frauen und erstaunliche sexuelle Sitten oder schreckliche Szenen von Kannibalismus. Die fantastischen Reiseberichte des Florentiners werden die Entdeckungen seines Freundes und Rivalen, des Genuesen Christoph Kolumbus, ausstechen. Und zwar so sehr, dass er der neuen Welt seinen Namen geben wird. Europa und Asien haben Frauennamen erhalten. Amerigos Land wird also Amerika heißen. Kolumbus und Vespucci haben die Meere unter spanischer und portugiesischer Flagge befahren. Die italienischen Städte haben nicht auf ihre großen Seefahrer gesetzt und so dem Niedergang ihrer Handelsmacht den Weg geebnet. Simonetta Vespucci und ihr Liebhaber Giuliano de' Medici werden von dem Dichter und Humanisten Angelo Poliziano in seinen lyrischen Stanzen, einem Meisterwerk der italienischen Literatur, besungen. Eine von ihnen, Cupidos Triumph, beschreibt ein spektakuläres Ritterduell, das Ereignis zu Ehren eines neuen Militärbündnisses zwischen Florenz, Venedig und Mailand, fand auf dem Platz Santa Croce statt. Eine imposante Parade von Rüstungen und Kostümen vor Gästen aus ganz Italien, gefolgt von ritualisierten Spielen, Zweikämpfen im Galopp mit der Lanze in der Hand. Eher ein Zelebrieren der Geste als ein gewaltsamer Kampf. Giuliano trat in silberner Rüstung und mit Juwelen bedeckt an. Sandro Botticelli hatte sein Banner gestaltet. Die griechische Gottheit Pallas mit einem Helm in der Hand, einem Schild mit dem Kopf der Medusa und einem Olivenbaum. Die Menge sah darin eine Hommage an seine geheime Liebe. Giuliano ging als Sieger aus dem Turnier hervor und gewann einen besonderen Platz in den Herzen der Florentiner. Danach schlug Lorenzo de' Medici Botticelli vor, der Hausmaler der Familie Medici zu werden.
Botticelli ist von nun an Gast auf den Abendgesellschaften im Medici-Palast, zu denen Lorenzo Dichter, Künstler und Gelehrte einlädt, um sich in einer Art Intelligenzwettstreit zu messen. Der Maler genießt sowohl den anzüglichen Humor Lorenzos als auch seine schlüpfrigen Verse, die düsterer Kaschemmen würdig sind, und nimmt an Lesungen der Texte von Ovid, Dante oder Boccaccio teil. Ebenso begegnet er den Wissenschaftlern, die Lorenzo in Astronomie, Optik, Mathematik oder Botanik unterrichten. In der Folge bemüht sich Botticelli in seiner Malerei, die Präzision der humanistischen Wissenschaftler zu reproduzieren. Vergissmeinnicht, Glockenblumen, Nelken, Löwenzahn. Botticelli, der dafür bekannt ist, außergewöhnliche Blumenmotive auf die Kleider reicher Florentinerinnen zu malen, hat sich in seiner Hommage an Florencia, die Stadt der Blumen, geradezu selbst übertroffen. Die Lilie, das Wappenzeichen der Stadt, das auch auf ihren Gulden geprägt ist, findet sich hier in Form der Iris wieder. Seit der Antike besungen, wird die Lilie, das Symbol für die Reinheit der Jungfrau Maria, tatsächlich mit der Schwertlilie oder Iris und ihren mehreren hundert verschiedenen Sorten verwechselt. Iris ist auch der Vorname der anderen Geliebten des Zephyr, die ihm einen Sohn schenkte, Eros. Lorenzo il Magnifico gab möglicherweise das Gemälde in Auftrag und Botticelli könnte beschlossen haben, es zu Ehren Giulianos zu malen. Giuliano wurde 1478 im Dom von Florenz mit 19 Dolchstößen ermordet. Wie durch ein Wunder entkommt Lorenzo dem Anschlag. Seine Rache ist grausam. Die 20 Mitglieder des Komplotts, die Pazzi und der Erzbischof von Pisa, werden gehängt und etwa 100 Menschen aus ihrem Umfeld ermordet. Leonardo da Vinci zeichnet die Hinrichtung des Erzbischofs. Und Lorenzo il Magnifico befiehlt Botticelli, die an den Füßen aufgehängten Verschwörer auf die Mauern des Palazzo Vecchio zu malen, damit sie niemand je vergessen möge. Lorenzo ist untröstlich. Der Philosoph Marsilio Ficino, sein Mentor und Seelendoktor, rät ihm, sich in Zukunft von seinem Horoskop leiten zu lassen. Geboren im Sternzeichen der Mächtigen und Mäzene, in dem des Löwen, soll er vor allem auf die beiden Planeten vertrauen, die im Himmel über ihn wachen, Venus und Merkur. Marsilio Ficino begnügt sich nicht mit der klassischen Astronomie, dem Studium der Planeten und Sterne. Er interessiert sich auch für die Astrologie, die die Position der Gestirne interpretiert, um irdische Ereignisse zu erklären. Der Philosoph soll sogar ein Tarotspiel erfunden haben. 22 Trümpfe entsprechen 22 Schlüsselprinzipien des Humanismus. Sie befassen sich mit den großen ethischen Fragen und mit Spiritualität, ausgehend von Platons Texten. Und sie bieten neben seiner offiziellen Lehre eine andere Art, an verborgene Wahrheiten zu gelangen. Botticelli soll für ihn den 14. Trumpf, die Mäßigung, gemalt haben, sowie den 15. Trumpf, den Teufel. Die Bewohner von Florenz hatten anlässlich einer Prozession die 7 Planeten aufmarschieren lassen. Lorenzo schrieb darüber einige Strophen. Wir sind die 7 Planeten. Wir verlassen die höheren Gefilde, um auf Erden vom Himmel zu künden. Von uns geht zwangsläufig aus, was Mensch, Getier, Pflanze und Gestein geschieht. Doch wer könnte uns sagen, was die Positionen von Merkur und Venus am Himmel Lorenzo il Magnifico verrieten? Die Form des Hains hinter Venus erinnert an Engelsflügel oder an eine Lunge, die das Leben atmet. Vielleicht handelte es sich aber auch um den Wald der Hölle, dessen Eingang von Proserpina, der Göttin der Jahreszeiten und auch Königin der Hölle, gehütet wird. Sie ähnelt seltsamerweise der Figur, die Botticelli gemalt hat, um die Kurzgeschichten von Boccaccios Decameron zu illustrieren. Sie erinnert auch an die 80 Radierungen zu Dantes göttlicher Komödie, die Lorenzo il Magnifico bei Botticelli zur selben Zeit in Auftrag gab wie den Frühling
um eine neue, kommentierte, prestigeträchtige Ausgabe zu illustrieren. Auf halbem Weg des Menschenlebens fand ich mich in einen finstern Wald verschlagen, weil ich vom rechten Weg mich abgewandt. Die göttliche Komödie, der erste große Text in italienischer Sprache, geschrieben um 1300, ist ein langes, von antiken Texten wie der Aeneis und der Apokalypse des Paulus inspiriertes Gedicht. In drei Kapiteln, Hölle, Fegefeuer und Paradies, beschreibt Dante in einem kraftvollen und bildlichen Stil eine lange, imaginäre Reise ins Jenseits. Allein der Tod wird Lorenzo il Magnifico und Sandro Botticelli trennen können. Sandro Filippeppi, genannt Botticello, das Fässchen, begann mit 13 Jahren seine Ausbildung als Goldschmied. Das Gleiche gilt auch für einen Jungen mit dem Namen Michelangelo, der von Lorenzo sofort entdeckt wird und im Palast ein eigenes Zimmer erhält. Sandro wird anschließend Schüler des Malers Filippo Lippi, zusammen mit Leonardo da Vinci. Auf der Suche nach der richtigen Darstellung von Bewegung erlernen da Vinci und Michelangelo die Anatomie, indem sie nachts heimlich Leichen sezieren, während Botticelli nur von einer idealen Schönheit träumt. Nach der Ermordung von Giuliano de' Medici und der Hinrichtung des Erzbischofs von Pisa erklärt der wütende Vatikan dem Florenz der Medici mithilfe des Königreichs Neapel den Krieg. Lorenzo begibt sich selbst nach Neapel und schafft es, einen Frieden auszuhandeln. Botticelli wird zum Zeichen des guten Willens nach Rom gerufen. Er bemalt die Seitenwände der Sixtinischen Kapelle mit drei Episoden aus dem Leben Mose, bevor er so schnell es geht wieder nach Florenz zurückkehrt. Leonardo da Vinci, der beleidigt ist, nicht nach Rom gerufen worden zu sein, geht nach Mailand. Michelangelo sieht den Niedergang von Florenz vorher und verlässt ebenfalls die Stadt. Viele Jahre später bemalt er die Decke der Sixtinischen Kapelle. Florenz erlebt eine schwere moralische und geistige Krise, als Lorenzo 1490 den Mönch und Prediger Savonarola zurückholt, in der Hoffnung, so dessen heftige Attacken gegen Florenz besser beherrschen zu können. Ein fataler Fehler, da Savonarola sehr bald die Macht an sich reißt. 15.000 Jünger hören dem Prediger im Dom zu. Er kündigt göttliche Geißeln an und prangert den Klerus, die korrupten Künstler und die treubrüchigen Fürsten an. Zwei Jahre nach Savonarolas Rückkehr erkrankt und stirbt Lorenzo il Magnifico. Der Mönch weigert sich, ihm auf dem Sterbebett die Absolution zu erteilen. Die Medici und die anderen mächtigen Familien der Stadt flüchten in die toskanischen Hügel. Eine theokratische Republik wird ausgerufen. Volkstümliche Weinschenken werden geschlossen, unanständige Bilder vernichtet. Es wird Jagd gemacht auf Kunstwerke, Künstler und Homosexuelle. Am 7. Februar 1497 um 17 Uhr werden Bilder, Bettlaken, wertvolle Stoffe, Musikinstrumente und Bücher der Humanisten zum sogenannten Feuer der Eitelkeiten aufgetürmt. Zerstört werden dabei die Schätze des goldenen Zeitalters von Florenz. Botticelli wirft selbst einige seiner Werke auf den Scheiterhaufen. Savonarola beschuldigt ihn, die Jungfrau Maria wie eine Prostituierte darzustellen. Die Pestepidemie von 1497 stärkt Savonarola. Die Stadt wird von Ratten überrannt. Jeden Tag werden um die 100 Tote gezählt, die angekündigte Geißel ist da. Doch ohne eigene Armee kann Savonarola den Mächtigen und dem Vatikan nicht lange die Stirn bieten. Sechs Jahre nach dem Tod von Lorenzo il Magnifico wird der Mönch exkommuniziert, gehängt und verbrannt. Die Blütezeit der Renaissance findet mit Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raphael statt, aber ohne Sandro Botticelli, der aus Treue zum Medici-Clan in Florenz geblieben war und dann jahrhundertelang vergessen wurde. Leonardo da Vinci sagte einst, Botticelli könne keine Landschaften zeichnen, doch die Schönheit und die Melancholie, die sein Frühling ausstrahlt, machen diesen zu einer einzigartigen Landschaft des florentinischen Humanismus. Eine profane Allegorie mit politischen und kulturellen Dimensionen, die eine Stadt feiert, die beschloss,
Kunst und Wissenschaft zu vereinen, um sich über alle anderen Städte zu erheben.